Willkommen zu Teil 2 unserer 3 in a Row Extended Corona Edition. Mein Name ist Bernie Gader und es gibt Grund zu feiern. Und deswegen habe ich mir schon mal einen Kilhoman San Egg eingeschenkt, nagelneu. Denn wir haben mittlerweile mehr als 350 Abonnenten und über 20.000 Views. Und deswegen stoße ich jetzt mit euch auf euch an. Moment. Slanji, bing. Denn das ist ganz allein euer Verdienst und ich danke euch dafür aus tiefster Seele. Slanjiva. Und deswegen haben wir auch zwei Neuigkeiten für euch. Zum einen haben wir eine neue Facebook-Seite, die findet ihr unter Bernie Gaders Whisky, Reisen und Geschichten. Dort pflegt Mr. Smith statistische Meisterleistungen sowie die eben erwähnten ein, Behind-the-Scenes-Material bzw. Ankündigungen. Und wir sind mittlerweile auf Instagram und dort veröffentliche ich Fotografien von Produktshots bzw. unseren Whisky-Reisen. Ihr seid also herzlich eingeladen, euch dort mal ein bisschen umzusehen und im besten Fall ping, ein Abo dazulassen. Und schon sind wir mittendrin in Vlog Nummer 23, 3 in a row. Let's go! Der Whisky, den ich euch heute vorstellen möchte und damit der zweite in unserer 3 in a Row Extended Version, ist ein Glendalough 13 Jahre alt. Den habe ich mir aus mehreren Gründen geleistet. Zum einen, weil ich den Glendalough 7 schon als relativ gut empfunden habe und zum anderen, weil der 13-Jährige seine letzten Tage in einem Mizunara-Fass verbracht hat. Wait, what? Mizunara ist die japanische Wassereiche und es gibt gute Gründe, warum man zumindest bis vor kurzem noch nie von Mizunara Whiskyfässern gehört hat. Zum einen wächst dieser Baum sehr, sehr langsam. Wir reden hier von 150 bis 200 Jahren, bis der mal so weit ist. Zum anderen wächst er relativ schief und verwinkelt, was es also schwierig macht, gerade Planken daraus zu gewinnen, um ein Holzfass zu produzieren. Und zu allem Überdruss ist auch noch das Holz sehr, sehr weich, was es so gut wie unmöglich macht, so ein Fass dicht zu bekommen. Und wenn du es dann dicht bekommst, dann säuft es sich an und der Angel's Share ist also deutlich höher als bei anderen Eichenfässern. In Summe führt das dazu, dass so ein Fass leer bis zu 6.000 Euro kosten kann, was uns zur nächsten Frage bringt, warum? Nun, Japan hatte aus nachvollziehbaren Gründen nach den Weltkriegen keinen Zugriff mehr auf amerikanische Weißeiche, weswegen sie mit dem eigenen Holzvorrat experimentieren mussten und das Unmögliche möglich gemacht haben und aus Mizunara Eiche Holzfässer produziert haben. Es gibt nur eine Handvoll Küfereien, alle in Japan, die das überhaupt können. Und was man damals noch nicht gewusst hat, ist, was für unfassbare Aromen so ein Fass an einen Whisky weitergeben kann. Und damit sind wir wieder bei meinen persönlichen Beweggründen, warum ich mir diesen Whisky gekauft habe, denn das wollte ich unbedingt mal probieren. Das tue ich jetzt auch und während ich das zelebriere, könnt ihr euch einen kleinen Film anschauen, der meine Glendalough-Geschichte erzählt. Film ab! Die Geschichte nahm ihren Anfang in der Republik Irland, in der Nähe seiner an der Ostküste gelegenen Hauptstadt Dublin. Genauer gesagt ein Stückchen südlich davon, in den Wicklow Mountains. Denn dort befindet sich Glendalough, übersetzt das Tal der zwei Seen. Vor
Vor 1400 Jahren schon wurde hier die Stadt der Sieben Kirchen errichtet, wovon ich ja in Vlog Nummer 18 schon erzählt habe. Als auch die Legende vom heiligen Kevin, das Wohlhaben der Familie stammte, und ein besonderes nahe Verhältnis zur Natur und insbesondere seinen gefiederten Freunden pflegte, die meinen Vortrag entsprechend lautstark untermalten. Aber die Suche nach der gleichnamigen Destillerie endete damals außerhalb des Tales vor einem Industriecontainer und sichtlich irritiert verließen wir die vermeintliche Brennerei. Nun hatte ich den siebenjährigen Glendalough in Dublin in der Temple Bar schon probiert und für gut befunden. Und das Ganze ließ mir keine Ruhe, weswegen ich zu Hause angekommen umfangreiche Erhebungen anstellte, um folgende Dinge herauszufinden. Erstens, der Whisky ist ein Cooley-Juice, wurde bei Cooley gebrannt und gelagert und von den Gründern von Glendalough dort erworben, damit sie einen Markteinstieg haben, bis sie ihren ersten eigenen Whisky aus ihrer neu gebauten Brennerei auf den Markt bringen können. Zweitens, laut unserem Freund Whisky Jason, und hier vertraue ich 100% auf sein Urteil, war der Whisky zwar durchaus gut, aber im Abgang zu holzig und herb. Und drittens, die Jungs von Glendalough wissen offensichtlich, was sie tun, denn die Idee, ihn in einem Mizunara-Fass zu finishen, macht diesen Whisky zu einer Geschmacksbombe. Angereichert mit Kokos- und Ananasnoten geht er herrlich mild und ölig über den Gaumen. Das schicke Design mit den Schriftzeichen, die übrigens nochmal Mizunara bedeuten, runden das Gesamtbild ab. Und nicht zu vergessen den Marketing-Impact eines weiteren, am Markt noch recht seltenen Mizunara-Finishs. Es bleibt nur die traurige Gewissheit, dass es diesen fantastischen Tropfen nicht lange geben wird und ich kann nur raten, sich eine Flasche zu sichern, solange es noch eine gibt. Diese Kokos- und Ananasnoten, die vom Mizunara-Finish kommen, das muss man mal probiert haben. Das Finish hat übrigens diesen holzigen Abgang, von dem Whisky Jason geredet hat, perfekt ausgebessert, also good job Glendalough. Gary McLachlin von der Glendalough Distillery, der mir auch dieses coole T-Shirt geschickt hat, vielen Dank dafür, hat mir verraten, dass es bald einen 17-jährigen Mizunara gefinischten Glendalough geben wird. Der schaut dann so aus und wenn es ihn nicht eh schon gibt, in sehr coolem Design, allerdings wird der deutlich teurer sein als der 13-Jährige. In der nächsten Episode gibt es dann ein Wiedersehen mit Mr. Smith. Der spendiert uns ein seltenes Fläschchen von der Insel Eila. Und ich nehme euch mit auf einen Filmdrehtag zur Genussakademie Tirol. Dort mache ich mit einer Drohne ein paar Aufnahmen für einen Imagefilm. Und von der Genussakademie Tirol werden wir in nächster Zeit noch öfter hören, denn Mr. Smith und ich werden dort bald wieder die Schulbank drücken. Bis dorthin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, bitte empfehlt uns weiter, so wie ich mich empfehle als euer Bernie Gator. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whisky interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Eila an. Oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch. Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen. Auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke. Dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.